wundervolle Seele. Heute geht es los mit der Karte. Meine Kraft erschafft meine Wirklichkeit. Das, worauf ich mich konzentriere, ist das, was ich verwirklichen werde. Und das ist doch schon mal schön, denn du siehst hier, wie stark deine Manifestationskräfte wirklich dein Glück in der Hand halten. Und es geht heute um nichts anderes wie dein Glück, dein Schicksal und deine Festigung. Wir haben die Fülle in der Mitte liegen für dich, auch in der Liebe. Hier kann sehr, sehr vieles passieren. Heute gibt es wunderschöne Botschaften, die dich emotional glückselig machen werden. Du wirst aber zeitgleich so stark gefestigt sein in dir selbst wie schon lange nicht mehr, weil du in den letzten Tagen ein großes Karma abgelöst hast. Ja, dieses Karma war schon eher in der Ahnenreihe deiner Väterlichkeit drin zu sehen und hat dich jetzt wieder weiblicher gemacht. Also auch wenn du jetzt Mann bist, es hat dich weiblicher gemacht wieder in deiner Fülle der Form. Auch der Schrei nach Erotik wird in dir immer wieder größer und du merkst, dass alles miteinander zusammenhängt. Dass wenn du glückselig bist in deinen Emotionen, dass dich hier nichts mehr vergiften kann und deiner Öffnung zur Sicherheit in deinem Lebensweg wirklich nichts mehr auszusetzen ist. Deine Sicherheit ist hier gegeben und die Energie wollen wir mitnehmen und das ist unsere neue Pyramide. Und weil wir auch neue Pyramiden haben, schaut gerne jetzt den kurzen Clip an. Spare noch heute mit dem Code HAPPY25 25% auf alles in unserem Christmas Sale, der Energieshop, der auf dich persönlich energetisiert, von Armbändern bis hin zur Literatur, alles vertreten. Schau gerne rein und jetzt viel Spaß beim Orakel. Ja, es geht weiter und da heißt es, deinen Seelengefährten herbeirufen, deine Gebete, Affirmationen und Visualisierungen helfen, euch zusammenzubringen. Das ist interessant, weil hier wirst du dazu aufgefordert, wundervoll deine Manifestation zu stärken. Und hier wirst du schon merken, Affirmationen helfen dir schon dabei. Und der Seelengefährte liegt heute im großen Glück. Das heißt, egal ob Dualseele, Twin Flame, ob es ein Karma-Partner ist oder ein Lebensendpartner für dich, heute wirst du die Fülle, wenn er dir begegnet, wirklich spüren. Und das hat alles damit zu tun, weil du deine Last wirklich abgetragen hast. Weil du jetzt deinen neuen Schicksalsweg angehen darfst und somit für dich viel mehr Sicherheit auch im Verlangen der ehrlichen Liebe gewährst. Ja? Man sieht die Bindung zu dir selbst, man sieht die Bindung zu dir und deiner Gefühlswelt, aber auch zu dir als Göttin. Ja? Und da ist sehr, sehr viel Potenzial drin, dass du heute die Fülle der Liebe in dein Leben ziehst, so stark wie schon lange nicht mehr. Meine Erfahrungen in der Welt spiegeln meinen inneren Zustand wider. Und das ist genau der einzige Punkt, der Gift verstreuen mag. Das liebe politische Thema und die liebe Ansicht von Menschen, die meinen, ihr Ego durchboxen zu müssen. Und es ist egal, ich spreche niemanden persönlich an, aber hier geht es wirklich darum, dass wir lernen müssen, als Einheit zu fungieren. Egal, welche Einstellung man hat, als Einheit muss man fungieren und funktionieren. Denn so kannst du die Last, wo jemand auf sich alleine trägt, wirklich auf Tausende, wenn nicht Millionen übertragen, dass man zusammen eine Einheit bildet und sich nicht versucht, das Glück gegenseitig wegzunehmen. Das ist egal, ob man früher die Raucher vor das Lokal gestellt hat, ob man die Homosexuellen früher wegen HIV in die Ecke gestellt hat. Heute sind es eben die, man weiß es schon, das darf nicht passieren. Daher ein Appell an alle, zeigt eurem Gegenüber Respekt und Liebe, dann ist der Zustand in dir die Fülle und die Fülle zieht Fülle an. Resonanzfeld bleibt dabei stark. Bleibe aufgeschlossen. Dein Seelengefährte unterscheidet sich vielleicht von deinem normalen Typ und deinen Erwartungen. Ja, ganz, ganz simpel. Man sieht hier natürlich, dass der Seelenpartner kommt, aber man muss sich da schon auf etwas einlassen, weil man ihn so gar nicht als Seelenpartner erkennen wird. Er wird hier Dinge antriggern. Er wird hier vor allem aber auch das Eifersuchtsgefühl mal wieder aufleben lassen. Und er zeigt dir hundertprozentig, was wahre Emotionen sind. Und dass du diese wahre Emotion ins Glück ziehen kannst, das ist für dich jetzt bestimmt. Und daher bleibe aufgeschlossen, auch wenn es das Optische ist oder etwas, was dich auf Anhieb erstmal stören würde. Lass die Emotionen spüren, dann wirst du erkennen, Seelenpartner, olé, das ist doch sehr schön.
Dann haben wir noch: im Vertrauen auf Glaube und Gewissheit ändere ich meine Sicht auf die Welt, die ich sehe. Und das ist eigentlich alles, was ich schon bei meinen Erfahrungen sagen konnte. Die Sicht auf die Welt ist die Sicht für uns im Kollektiv und nicht nur für mein Wohlbefinden. Natürlich muss es mir in erster Linie gut gehen. Aber wenn ich Gift verstreue, ziehe ich wieder das Gift in mein karmisches Feld. Und das möchte ich nicht. Gehe ich aber vom Gift in die Emotion auch dem anderen gegenüber, gehe ich in meine Festigung und sehe somit auch, dass ganz viel Sicherheit und Wohlstand zu mir kommen werden. Und weil das so wichtig ist, darfst du den Kanal gerne abonnieren, dieses Video kommentieren und liken. Ich freue mich, wenn du auch morgen wieder dabei bist.